Ey. Oh, scheiße, 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 scheiße. Erstmal wieder hier hinter. Die hochkommen lassen. Minus 413. Das dauert wohl ein bisschen noch. Bis 300, bis 200. Alter, das sind schon jetzt krasse Einstiege wohl gewesen. Oh, scheiße. Wir haben schon Double Speed an. Was ist das hier für ein Turm? Ah, 407, ey, das dauert noch 8 Jahre, bis die wieder da sind. Wir haben ja gespeichert gerade noch mal kurz. Vielleicht kommen wir da ja auch irgendwie hin. Lieber, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Erstmal heilen wir uns hoch. Und dann gucken wir mal rüber. Erstmal die kleinen Grünen wegmachen, jo. Und immer wenn er dran ist, macht er einfach sein. Macht keinen Schaden, scheiße. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass hier einfach der Eingang ist. Irgendwie. Kolonie. Wir gucken uns gleich mal die Map nochmal an im Internet. Weil, wie gesagt, wir müssen halt erstmal verkaufen, bevor wir jetzt hier groß das anfangen, die Höhle jetzt klar zu machen. Okay. Kurz mal öffnen hier den Aal. Malt. Magik heißt das, ne? This game heißt doch so. 7 können wir auch meinetwegen noch mit eingeben. Und dann gehen wir doch auf diese Seite hier. Da. Und dann gucken wir hier. Land der Riesen. Okay, es gibt hier noch Dragon Caves. Schrei nach Harmondale ist bei der 3, ist da, okay. Mach mal Fliegen an, bitte. Und dann können wir ja eigentlich auch. So, oder nicht? Und Unsichtbarkeit. Kommt hier ein bisschen cooler durch, ne? Dass wir den auf den Sack, dass die uns auf den Sack gehen, eher gesagt. Dann können wir uns das hier schön. Ich weiß nicht, ob wir das Land clearen. Wofür? Wir brauchen keine Rüstung mehr so akut. Was ist das? Ist da, okay. Hier soll das ja irgendwie. Da, das ist ja doch bestimmt. Das ist bestimmt der Teleporter. Ah, dann sind wir hier. Ah, okay. Verstehe, ich verstehe. Ich verstehe dann. Also wenn wir hier und dann können wir hier nämlich mal verkaufen. Könnten wir auch in der Burg machen? Machen wir aber nicht. Wir gehen auf ganz entspannten Weg, würde ich mal behaupten. In die City. Verkaufen hier alles. Das müssen wir natürlich noch rausfinden, wen das jetzt nützt. Die Schuhe müssen auf jeden Fall nochmal weg. Und irgendwas konnte sie auch nicht, das Schwert. Sonst kannte sie aber alles. Dann kann das an sich wieder zurück. Das kennt sie nicht. Das hat sie. Für die Schuhe hat sie noch Platz. Implosion, was ist das?
Könnten generell noch mal gleich schauen nach ein paar Zaubern, so Flächenzauber und so. Aber den Bereich beim Teleport hätte ich schon gern frei. Kein Platz mehr. Braucht man Dämonenblut? Er braucht das noch nicht, ne? Verkaufen wir. Können wir sonst immer noch farmen gehen. Mit Alchemie wollten wir uns auch noch mal ein bisschen beschäftigen, was wir da noch so rausholen könnten. Kann mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen was geht. So ist das doch gut. Upp. Ah, der kann auch alles weg. Der Trigger ist Resistenz gegen Gift. An sich gut. Trefferpunkte mit regeneriert, Trefferpunkte mit der Zeit. Nicht ganz verkehrt. Da ist nämlich nur einfach so Resistenz drauf. Nee, da ist Glück drauf. Glück lassen wir. Der Rest braucht es nicht. Bup. Alles weg. Auch weg, auch weg. Hani, die Auferstehungsrolle wollten wir behalten. Für den Fall der Fälle, dass mal irgendwas kaputt geht, ne? Müssen halt auch immer noch die Telekinese-Zauber holen und dann tauschen wir den Begleiter und gucken mal, was wir da noch Cooles holen könnten. Stab des Feuers. Plus 10 auf Ausdauer. Ja, Feuer brauchen wir nicht. Den haben wir noch nicht so als Feuerausgabe, glaube ich. Nö, 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 nö. Kannst du eigentlich auch dahin, dachte ich, aber nö. Verbrauchst wohl recht viel Platz. So. Du bist frei, du bist frei, du hast bestimmt noch was. Kein Platz mehr. Kannst du dahin als Bogen? Nein. Du könntest da noch so hin. So hin, so hin. So, und jetzt könntest du die beiden eher noch nehmen. Hast du Rüstung hier, ne? Bistanski, hier verkaufen, die Rüstung, die Waffen. So, dann sieht das doch wieder ganz gut aus, fast. Hier noch alles verkaufen, schnell. Du könntest noch mal dein Verzauberung machen auf Ring. Und was ist es? Alchemie plus 10. Das nehmen wir doch mit. Zauberpunkte, Geistesresistenz braucht man halt zum Beispiel nicht. Und ich frage mich auch, ob die Wahrscheinlichkeit höher, aber noch mal Alchemie. Nimmst beides mit einfach. Wo ich glaube, das ging nicht, ne? Nur der höhere Wert dann. Egal, egal, egal. Du hast hier noch so einen, der kann noch verkauft werden. Du hast hier noch Wasser atmen, das kannst du halt auch verkaufen. Die brauchst du noch. So.
So denke ich mal, ist das wieder okay. Dann können wir hier verkaufen. 5.000 halt, ne? Sehr nice. Etwas Cooles, etwas Täuben, nö. Nö, nö, nö. Dann fliegen wir mal zu der Zwergenstadt. Aus dem Grund, dass wir da vielleicht den Telekinese-Zauber bekommen. Könnte mir das gut vorstellen, dass wir den bekommen. Definitiv. Scheiße, jetzt ist ja der Flug ja gar nicht mehr aktiv. Fliegen, Bob. Ist das eine Prüfung? Das ist eine Prüfung, ne? Prüfung der Ausdauer. Buff mal bitte hier dein Tag der Götter und dann kriegt das nämlich alle hin. Lol, was macht ihr denn jetzt hier? Könnt ihr mal noch mal so einen roten schicken? Den wir doch das eine Mal haben wir dafür ewig gebraucht. Oh, wir fliegen auch gerade komplett falsch. Waren wir da nicht schon mal drinne? Ist auch gerade Hügelgrab, ne? Mahlzeit. Einfach geschlossen wieder das Spiel. Dass auch nicht irgendwas Ähnliches im Hintergrund haben, ne? Bevor das Spiel schließt sich und im Hintergrund ist sonst was. Autosave zum Glück. Upp, und den Erdzauberladen weiß ich sogar genau, wo der ist. First try schaffe ich das jetzt. Siehste? Da ist er. Oh, was willst du denn jetzt von mir? Hau ab da. Ich werde mich nie anfreunden hier mit der. Mit der Gegend. Felsattacke. Beschwört einen magischen Stein in die Welt, der so lange umherrollt und von Hindernissen abprallt, bis er ein Wesen berührt oder zum Stillstand kommt. Dann explodiert er und versucht dabei 1 bis 8 Schaden pro Fähigkeitswert und Erdmagie, ja. Langsam, Täuben, Erdresistenz, Steinsfleisch. Wenn wir jetzt speichern und laden, kann das sein, dass wir dadurch andere Zauber hervorrufen könnten? Oder ist das tagesabhängig? Nee, ne? Todesblüte. Wirft einen magischen Stein in die Luft. Achso. Nee. Achso, nee, nee, das war ein anderer. Ich glaube aber, das ist immer das Gleiche, ne? Steinsfleisch, ja. Wir können ja mal jetzt einen Tag warten. Und gucken, was dann ist. Auch noch die gleichen. Schade. Wüsste aber, wo wir auch noch gucken könnten. Nämlich im Forest. Mittlerweile ist halt auch so easy zu reisen, ne? Stadtportal.
Und dann machen wir einfach mal kurz Fliegen an. War, glaube ich, sogar noch an, oder? Jetzt kann das sein. Ich hoffe, dass da jetzt einfach der Zauber ist, ne? Betäuben, Steinhaut, betäuben, verlangsamen, Erdresistenz, Tuschwarm, Steinhaut, betäuben, Stein zu Fleisch, betäuben, ne? Er ist dann natürlich nicht. Herasia hat den nicht. Ich will nur noch mal generell nach coolen Zaubern gucken. Implosion. Der mächtige Zauber erzeugt eine Implosion um ein einziges Ziel herum, indem man die Luft um das Ziel zerstört, die dann mit einem Donner wieder entströmt und Schaden verursacht. Aha. Fliegen hat er natürlich 80.000 Mal jetzt hier. Ich hätte gedacht, hier ist noch sowas wie Gewitter oder so. Erwachen, Giftnebel, Wasserwandel, aufladen. Kennen wir, kennen wir, kennen wir. Giftnebel, nee, hier ist. Können noch mal. Stadtportal nach Erasia machen. Da sind einfach nur generell ja Zauberläden für Körper und so. Einfach mal schauen, was die noch so haben. Ob es auch noch was Cooles gibt. Einfach nur heilen, okay. Körperresistenz verletzen. Nee. Nee. Davon ist es nichts. Wahrung, Schicksal, Fluch entfernen, Segen, Heldentum, was ist das? Dieser Zauber verwundet den Gegner, indem er verursacht, die Verbindung zwischen Körper und Geist zu schwächen. So verursacht er Zauber 10 Punkte plus 2 bis 8 Punkte Schaden. Aha. Nicht schlecht, Tote aufwecken. Wir hatten auch noch keinen, der mal komplett verstümmelt war, oder? Scham, nee, hier ist auch nix. Leider. Weiß jetzt gerade nicht so genau. Könnten noch mal nach Zelis gehen, nee, nach Nion gehen. Da könnte auch noch einer sein, bin ich mir aber unsicher. Das ist nur so ein Waffentyp, das ist das ist der Lehrer, das ist nichts. Nee. Was war hier oben? Feuer. Können natürlich nochmal nach Feuer zaubern gucken. Aber eigentlich haben wir gute Feuerzauber, ne? Nee. Ja, der hat natürlich auch zu, ist ja klar. Wir schauen einfach mal andersweitig, nämlich hier. Dann schauen wir mal die Gegenden durch, wo noch Hände sind für Erdmagie. Gilde der Geister mit Körpermagie. Nee. Hier ist nichts. In De Desert. Safe in Desert ist Erde. Muss ja sein. Meistergilde der Wassermagie. Nee. Da könnten wir nur irgendwas für Wasser vielleicht nochmal holen. Wüsste jetzt nicht unbedingt, ob die da was Gutes haben, ob es noch gute Zauber gibt. Könnt natürlich mal alle Zauber durchgucken, welchen wir noch haben wollen. Ja, die haben ja nichts, die haben die nicht, safe nicht. Die haben nur Luft. Deja könnte ich mir vorstellen.
AA Großmeister Erdmagie. Nee, das ist ja nicht der Händler. Das ist nicht Mitgliedschaft der Gilde spirituelle Magie. Nee, 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 nee. Magierladen, nee. Nee, nee. Das auch nicht. Evermore. Inseln war doch auch keiner für Erde, oder? Wassermagie-Gilde, siehste? Da war ja nur Wasser. Land der Riesen auch nicht. Mount, da sind wir jetzt ja gerade. Meister Bogen, Meister Alchemie, Mitglieder Feuermagie, Gilde. Oder gibt es hier auch nur Feuer eigentlich? Gilde der Feuermagier. Ne, 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 ne. In Pit? Ist vielleicht in Pit so ein Laden? Das kann ja nicht sein eigentlich, oder? Ist nix, oder? Nö, 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 nö. Schade, Pit. Smaragdinsel. Tal der Hügelgräber. Da waren wir ja. Da haben wir geguckt, da war nix. Tetalia. Ist halt auch nichts. Meister des Geistes. Ne, ist nur mal. Der des Geistes ist da halt. Brunnen, Meister Reparatur. Ne. Ne. Auch nicht. Und ich glaube, da haben wir alle, ne? Forest halt noch, aber da haben wir ja schon geguckt. Dann kann das ja nur in den beiden jetzt kommen. Ey, das war doch aber Erde, oder nicht? Gucken wir uns mal Zaubersprüche generell durch. Das ist jetzt Erdmagie. Betäuben, verlangsamen, Erdresistenz, Todesschwarm. Expertenrang, Steinhaut, Klinge, Stein zu Fleisch. Felsenattacke, beschwörter magischer Stein. Nee, 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 nee. Telekinese hier, da ist er, den brauchen wir. Entferne, verbrennt jeden in Sichtweite, die Gruppe eingeschlossen. Der Schaden beträgt, das Zauber ist nur ein Gebäude anwendbar. Verbrennen. Dieser Zauber verursacht massiv Schaden an einem einzigen Ziel. Serka. Hirnschlag. Teilt einen machtvollen Schlag direkt gegen den Geist des. Was, okay. Versklaven. Liegende Faust. Kraftteilung. Ja, haben wir ja Lichtmagie. Die vertreiben und Tote vernichten. Oha. Lichtelement beschwören. Nee. Solarstrahl muss ja der. Das ist ja der. Der, die Attacke dann eigentlich. Implosion. Diese mächtige Zauber zeugt eine Implosion um ein einziges Ziel an. Um ein einzelnes Ziel. Sternfeuer. Ruft 20 Sterne des Himmels zur Erde, wo sich Kreaturen im großen Kreis um das Ziel zerschmettern und verbrennen. Jeder Stern richtet. Oh, der wäre auch nicht schlecht. Und das ist Luft, ne? Den holen wir vielleicht gleich nochmal. Giftwolke, Schrumpfstrahl, Schrapnell, schleudert einen Hagel glühende Metallsplitter in gerade Linie von Zaubern weg, die alles verletzen, was ihnen im Weg steht. 500 Splitter verursachen. Magie. Okay. Spiegel des
Schmerz ist, ach du Dicker, das ist Schattenmagie. Können wir halt nicht, ne? Spirituell. Auferstehung. Wassermagie. Eisbombe, Stadtportal. Was ist denn das? Erlaubt es, Setzen einer Markierung an einer beliebigen Stelle an die Gruppe zurückzuteleportieren. Den brauchen wir noch. Den brauchen wir safe. Den brauchen wir safe noch. Ich würde jetzt mal behaupten, wir reisen jetzt. Also wir brauchen noch den Luftzauber, dafür müssen wir nochmal nach Forest. Nee, dafür müssen wir die Himmelstadt. Muss ja nicht auf einmal so losschreien, oder? Hier war doch auch noch Wasser. Hier war die Wassergilde, ja, auf jeden Fall. Also in der Wüste darunter. Blitzstrahl, Implosion, Blitzstrahl, Federfall, Fliegen, Unsichtbarkeit, Luftschutz. Ah, Sternfeuer hier. Rufen Sterne in den Himmel. Hab um die. Ja, den wollen wir haben. Könntest rein theoretisch du den? Schade. Du kannst ja auch nicht Großmeister werden, nein. Gut, dann jetzt nochmal runter. Dafür machst du mal deinen Federfall an. Und dann müssen wir mal zur Wassergilde. Ich weiß auch nicht genau, wo die ist. Deswegen machen wir das hier rüber. Ich glaube, Gilde war das nicht RWK? Nee. Auch nicht. Taverne? Hier. Moinsen. Erwachen Giftnebel, verzaubern, Säurestrahl, Eisstrahl, Säurestrahl. Giftnebel. Schade, dann müssen wir doch nochmal auf die Insel jetzt gleich. Also Stadtportal nach. Oh, Forest kam man da irgendwann hin. Aber da muss ich nachschauen, da weiß ich es nicht. Reisen. Zur Insel mit dem Schiff Dienstag und Donnerstag von Desert sogar. Welchen Tag haben wir heute? Donnerstag, nice. Wir kommen hier mit dem Schiff dahin. Heute. Sehr, sehr geil, würde ich sagen. Ja, kann ja auch mal ein bisschen passen, so. Muss ja nicht immer, dass man dann zig Tage vorskippen muss, bevor man da ankommt. Und dann gehen wir gleich auch nochmal, weil wir jetzt ja ein bisschen wieder mit dem Schiff gefahren sind, die Erdläden ab. Und dann könnte ja irgendwo mal. Es dauert nur einen Tag von hier. Könnte ja irgendwo mal Telekinese dann sein. Die sind immer wieder neu da. Immer. Komplett nervig. So, machen wir dann Fliegen an. Wo bist du? Da. Wir müssen aufs Wasser ja irgendwo. Okay, da. Der ist da so circa. Der hat den jetzt safe. Schaut, erwachen, Giftnebel, erwachen, Eissturm. Aufladen, erwachen, Eissturm, erwachen, erwachen. Oh Mann. Müssen hier nochmal ein anderes Mal wieder herkommen. Wo haben wir denn noch Wasserläden? Ah, wir gucken jetzt nochmal den Forest sowieso ab. Forest, jo. Ich glaube, in der Anfangsstadt kann sowas ja nicht sein, oder?
Pop. Mahlzeit, Giftnebel, Wasserwandel, Auflandsäurestrahl, Wasserwandel. Nee. Schade. Betäuben Steinhaut, betäuben, verlangsamen Erdresistenz, Totschwarm. Nein. Oder kann das sein, dass man den Zauber finden muss? Luft. Sind wir schon am Wasser vorbei? Kann das sein? Ja, ne, das war ganz unten schon. Ja, ne, das Schatten. Lull. Da. Ja, aber es steht nichts dazu. Leuchtfeuer. Lorians Beacon. Was ist, also kriege ich den irgendwie vielleicht sogar noch? Einfach nur? Kann das sein, dass ich den gar nicht jetzt bekommen kann? Ach, denke, hier sind wir falsch. Wir müssen jetzt nochmal zu der Zwergenstadt. Und da es nichts kostet, können wir auch von hier kurz gucken, ob es den vielleicht heute hier gibt sogar. Tolkentuschler, nee. Gibt's auch einfach nicht, ne? Es kann ja nicht, kann ja auch schon fast nicht mehr wahr sein jetzt. Das ist, nee. Guck mal, das Wasser. Jetzt so hier statt das Portal, das wäre so geil. Nee. Ja, komm, zumindest ist jetzt in der Zwergenstadt, dass wir da den Telekinese-Zauber bekommen. Fliegen einmal bitte an. Du bist nicht der, der fliegen kann. So, und jetzt. Segertitel Richtung. Komm ab da. So, jetzt ist der Zauber locker da, oder? Er ist halt nicht da. Ah. Wird er irgendwie neu, wenn man die Stadt vielleicht neu lädt? Kann das sein? Macht das Sinn? Oder vielleicht nur jeden Monat, dass sie jeden Monat sich ändern? Nee, oder? Nee, leider nicht. Leider nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Ah, ne, eigentlich damit. Mann. Damit nach Forest und gucken da nochmal nach. Ich glaub's aber ehrlich gesagt auch nicht, dass es jetzt heute hier ist. Ist ja auch immer noch der gleiche Tag, ne? Nee. Nee, ist nicht der Mittag. Sind ja einmal, waren wir reisen. Nö. Schade. Dass man den jetzt nicht mal so einfach mal bekommt. Könnten noch mal
Mondil gucken, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nein. Und ich bin mir sogar recht sicher, dass ich den schon mal gekauft habe und dann aus Versehen wieder verkauft oder so. Ah. Kannst du den haben? Kannst du keinen Zauber haben, ne? Ich habe auch immer richtig Hass, wenn man nichts kauft, ne? Einfach nur puren Hass. Habt ihr das schon alle geschafft hier, den? Ihr habt schon gewonnen. Habt schon gewonnen, habt schon, hat schon. Haben schon überall gewonnen. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Wo müssen wir genau hin? Da. Oh, jetzt muss ich die erstmal wegmachen. Das ist doch nervig. Doch nur in Ruhe hier mich kurz mal hochbuffen jetzt. Und dann geht's wieder ab zu den Riesen. Tag des Schutzes rennen. Oh. Ich glaube, da könnte ich AFK gehen und die können auf mich auch raufhauen und die würden mir halt nicht zufügen können. So, jetzt haben wir hier Grün und haben jetzt erstmal Ruhe. Den haben wir, den haben wir noch nicht. Der dauert immer so arschlange, bis ich dann wieder was machen kann. Aber nütze nichts. Weil das ist halt, ist es halt definitiv wert, ne? Der ist so mächtig. Stunde der Macht noch. Es fehlt jetzt noch Schutz gegen Magie. Und diesmal Regeneration nicht vergessen. Bob. Und dann nur noch den hier. Schön, schön. Dann haben wir alles. Mache ich mal einen größeren Speicher. Den machst mal hier dein Fliegen an und Unsichtbarkeit. Hallo. Ich würde euch gerne alle zumindest von da weg haben, tatsächlich. Und die Prüfung könnten wir eigentlich auch kurz mal machen. Sollten wir ja gewinnen. Ihr habt die Prüfung nicht bestanden. Was ist das denn für die Prüfung? Das Geschick, dann müsstest du das aber schaffen. Ja. Hä, aber wie wenig geschickt habt ihr denn? Geschick? Ist bei 144. Aber muss wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, ungebufft, dass das ungebufft zählt oder so. Weiß ich natürlich jetzt auch nicht so. Hinten müssten wir noch looten können. Müssten eigentlich noch die Leichen rumlieren. Jo, den nehmen wir natürlich noch alle mit. Gemacht ist gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Eingangsbereich da noch wegmachen. Alles hier vorne.
Können wir ja auch so, dass wir uns hier so hinstellen. Ist, glaube ich, eigentlich scheißegal, welchen wir zuerst machen. Wir machen zuerst so einen Titan hier weg. Und dann machen wir Sternfeuer. Macht aber nicht so viel Schaden. Dann machen wir der macht schon Schaden. Und jetzt fällt er doch locker gleich schon um. Warum der andere nicht? So, jetzt die Drachen. Gucken. Sehr geil. Kriegen da eigentlich auch ganz gut Schaden ab durch, ne? Zwei Stück treffen wir. Wir schießen die einfach nur weg. Weil wir jetzt eh gerade recht wenig noch getriggert haben. Jetzt keine Eile haben, die wegzumachen. Kriegen uns ja auch kaum weg. Wie viel Leben hast du noch? Dürftest du nicht mehr so viel haben jetzt. Jetzt frage ich mich auch gerade die Steuerung. Ich steuere noch über WASD, ne? War das im sechsten Teil auch schon so? Ist sie tot, jetzt ist sie weg. Und cool, jetzt guck mal, jetzt haben wir nämlich auch wieder viel mehr getriggert gerade. Und von da auch noch. Scheiße. Wie viel Minus hast du? Minus 55. Wir lassen mal. Müssen wir mal ganz schnell hier weg. Heim das kurz mal hoch. Weil wenn unser Mage weg ist, dann fallen wir runter. Da können wir nichts gegen machen, denke ich. Wir gehen ein bisschen runter und schießen von hier. Das geht nicht. Gut, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Jetzt machen wir von hier. Zack. Denk nämlich, dass wir die relativ gut hier alle drei getroffen. Bisschen schade, dass sie auch den Großmeisterrang bräuchte für Meteoritenregen oder das gleiche für Luft. Ich gebe den jetzt mal noch zwei Runden. Dann sollten sie umfallen. Eine Runde noch. Oder nicht mal mehr. Wir gehen auf Nahkampf. Nehmen natürlich hier die Lampe mit, ist ja klar. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Gut, ist weg.